So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch am Start, denn jeden Sonntag ist ja immer Muttertag, ne? Da geh ich mit der Mama immer essen und wir müssen uns ja einmal die Woche sehen. Das sagen nämlich die Auflagen vom Gericht. Und wir waren ja letztens schon mal beim Panorama-Restaurant, habe auch gesagt, hier gefällt es mir eigentlich immer gut. Gerade jetzt, wo das Wetter auch besser ist, kann man natürlich draußen sitzen. Ist auch richtig was los heute aus privatsphärischen Gründen, nennt man das. Ha! Filme aber auf jeden Fall jetzt nicht die anderen Teilnehmer beim Essen hier ab und auf den Nachbartischen. Wir sind aber wieder beim Panorama-Restaurant angekommen. Nach langer Abwesenheit, eigentlich sind wir jeden Sonntag hierher. Wir wollen ja noch ein paar Sachen testen und heute haben wir nämlich gedacht, dann nehmen wir uns ganz gesund. Deswegen gibt es heute auch nur ein alkoholfreies Bier. Wer das erfunden hat, warum auch immer, da wirst du dick und bist gleichzeitig nicht betrunken. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber wir haben gedacht, heute mal was Leckeres, haben ein vegetarisches Gericht bestellt. Als die Sophie damals da war, hat die immer gesagt, gibt es bei euch eigentlich Falafel irgendwo? Bei ihnen, beim Dönermann, gibt es immer Falafel. Ich habe noch nie Falafel gesehen, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Hier gibt es aber Falafel, deswegen haben wir mal bestellt. Für mich jetzt ein Falafel-Teller. Frittierte Thaler aus Erbsenteig, Hummus, Salat, Soße nach Wahl, entweder Tzatziki, Kräuter oder Chili und dazu Pommes, Kartoffeln, Reis, je nachdem. Habe natürlich Pommes jetzt dazu genommen, also gönne ich mir mal einen Falafel-Teller. Wenn ihr auch schon mal Falafel gegessen habt, schreibt es mal in die Kommentare und ich will euch das natürlich zeigen. Den habe ich schon mal gehabt und ich fand, der hat richtig gut geschmeckt, obwohl das vegetarisch ist und ich bin ja kein Vegetarier. Trotzdem war ich überrascht vom Geschmack, wie das auch aussah, angerichtet war. Das fand ich richtig toll, deswegen empfehle ich das Panorama-Restaurant. Immer wieder mal ein Schmaus wert, wenn ihr mal einen besonderen Anlass habt oder so, kommt ihr her. Nettes Ambiente, nette Bedienung, alles super, geschmacklich, kostet ein bisschen was, aber dafür stimmt der Rest. Ich gönne mir jetzt schön mein alkoholfreies Bierchen und warte, bis das Essen da ist, dann zeige ich euch das mal und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. So, da ist es soweit, das Essen ist also da, es ist angerichtet und hier haben wir erstmal für euch ein, was ist das jetzt, Hähnchenbrustfilet, ne? Habe ich nicht bestellt, steht jetzt hier, ist für die Mama natürlich, das zeigen wir euch mal, wie das ausschaut. Mit Reis natürlich, Reis immer gesund. Reis nimmt man auch zum Zunehmen und zum Abnehmen und zum bei der Hochzeit durch die Gegend werfen. Auch der Salat, sehr frisch, sehr lecker, sieht alles wunderbar aus. Wir haben sogar jetzt zweimal Salat, weil sie hat vorhin schon Salat gebracht, extra und gesagt, hier für das Schnitzel. Und jetzt kam aber nochmal Salat auf den Teller mit, einmal doppelt. Ist also super, aber ich zeige euch jetzt einfach die Falafel und die werden wir dann auch gleich probieren, mit Pommes natürlich. Sieht dann ungefähr so aus. Ist auch eine gute Portion, ist auf jeden Fall mal was anderes, also wer noch keine Falafel probiert hat, sollte das mal nachholen. Hier frittierte Erbsenteig-Taschen sozusagen, beiß da mal ab. Sieht man auch die Farbe, aber dazu habt ihr hier den Dip extra und natürlich noch Pommes, alles dazu. Auch Salat dabei. Das sieht schön aus, das sieht wunderbar aus. Das ist mal was anderes. Das müsste ich so nehmen fürs Thumbnail. Und wie gesagt, Dip könnt ihr auch aussuchen. Das ist jetzt Tzatziki, ihr könnt auch Chili nehmen oder Kräuter. Sieht auf jeden Fall sehr frisch aus. Hat einen guten Geschmack. Preislich, glaube ich, bei 10,70 Euro oder so. Aber könnt ihr euch ruhig mal leisten. Wir werden auch gleich die Pommes noch mal testen. Wenn wir mal hier in das Tzatziki reinhauen. Und das ist hinten abgerissen. Die könnten noch ein bisschen salziger sein, aber so viel Salz ist ja auch nicht gut. Manchmal kann man sich ja noch nachwürzen. Aber ihr habt natürlich die Soßen, die auch sehr delicious sind, sage ich mal. Wirkt nicht so aufdringlich, nicht so frampig. Wie bei anderen Sachen ist es auf jeden Fall besser als immer Mayonnaise und alles da drauf gewurschtelt. Wir hauen jetzt aber auf jeden Fall rein und melden uns beim nächsten Mal, also Falafel-Teller. Richtig gute Wahl, wenn ihr mal hier seid, in der Nähe, Panorama-Restaurant, testet das mal. Und wir werden auch noch ein paar andere Sachen vorstellen demnächst, wenn wir wieder hier sitzen. Bis dahin aber, peace out, vorhaut, euer Ramses.